Die folgende Geschichte wurde von einem Detektiv geschrieben, welcher nach der Untersuchung des Videobeweises, Zeugenaussagen und dem Video behauptete, es angesehen zu haben, eine Geschichte entwickelte. Dies ist diese Geschichte. Es war spät in der Nacht, an einem typischen Dienstagabend. Ich surfte im Internet, da ich früher am Tag zwei große Kaffees einer lokalen Kaffeeladens trank und nicht schlafen konnte. Nachdem ich sinnlose YouTube-Videos und weitere Videos schaute, bemerkte ich einen merkwürdigen Titel in der Spalte der ähnlichen Videos. Keine der Buchstaben kamen aus der englischen Sprache, jedoch scheinen die Formen der Buchstaben Wörtern zu ähneln, obwohl ich sie nicht richtig entschlüsseln konnte. Neugierig klickte ich auf das Video. Ich hörte plötzlich verschiedenes Kreischen und Ächzen aus meinem Haus kommen. Ich drehte mich um und schnappte mir einen Baseballschläger, bereit zum fatalen Kampf. Zu meiner Überraschung waren weder Einbrecher im Haus noch irgendein Zeichen eines Einbruchs. Alle Türen waren verschlossen. Denkend, dass ich verrückt wurde, zuckte ich mit meinen Schultern und lief faul in mein Zimmer zurück. Ich musste viel Geld für eine Verbindung mit hoher Bandbreite ausgeben. Daher war ich verwundert, dass das Video, auf das ich geklickt habe, noch nicht fertig geladen hatte. Ich klickte ungeduldig noch vier weitere Mal auf das Video, um es vielleicht endlich ansehen zu können. Nach einer Weile, die sich anfühlte wie eine Ewigkeit, lud die Seite endlich. Der Hintergrund war schwarz, sodass der Text komplett versteckt wurde. Bis auf den Username des Uploaders und der Beschreibung, beide in einem Blutrot. Der Username des Uploaders war Nightmare Slumber und die Beschreibung war wie folgt: Wie ignorant von dir, du weißt nichts von meiner dämonischen Anwesenheit in deinem Leben. Ich werde alles zerstören, was du siehst. Nutzloser Feigling, ich werde dir immer zusehen und bald wirst du mir mit Leben für immer vereint sein. Denkend, dass es nur eine idiotische Idee eines 12-Jährigen war, brachte ich nicht die Gefahr, in der ich mich befand. Das Video begann mit einem Bild einer verlassenen Heilanstalt. Später fand ich heraus, dass es das Danebeat Asylum war. Das Bild war lang, dunkel und ein ramponierter Korridor verbreitete sich über das Sichtfeld des Zuschauers. Die linke Wand des Korridors hatte Fenster, welche durch Säulen voneinander getrennt waren. Der Korridor war in einem gespenstischen Mondschein gebadet, welcher nur durch die Schatten der Säulen durchtrennt wird. Die Dunkelheit des Korridors war ein pures Schwarz, welches ich so noch nie gesehen hatte. Ich bekam das Gefühl, dass die Anstalt schnell verlassen und nie aufgeräumt wurde. Die erste Minute des Videos war nur ein stiller Blick des Korridors. Es gab weder Sound noch Bewegung. Bei genau einer Minute 13 des Videos bemerkte ich eine langsame, aber klare Bewegung am Ende des Korridors. Es hatte ein menschliches Aussehen, aber lief sehr ungewöhnlich. Am meisten bemerkte man, dass der Kopf direkt auf den Boden gerichtet war. Die Kreatur beschleunigte gleichmäßig, während das Video lief, bis es irgendwann richtig rannte. Die Kreatur rannte auf die Kamera zu und stieß sie um. Gleichzeitig hörte ich ein lautes Knallen an meiner Tür. Es kam nur einmal und es hörte sich an, als ob jemand dagegen gerannt wäre. Ich sprang auf und nahm wieder den Schläger, als mein Computer einen Fehlersound machte. Der Computer bekam dann einen Bluescreen, meinend, dass er wegen Sicherheitsgründen herunterfahren würde. Der Bildschirm meldete darauf, dass ein unbekannter Hacker Informationen meiner Unterkunft herausbekam. Mein Antivirenprogramm suchte nach der IP-Adresse des Hackers und kam mit einer Stadt in Northern Wales zurück. Genauer gesagt wurde der PC aus einer verlassenen Anstalt ausgehackt. Dann fiel der Strom aus. An diesem Punkt wurde ich ziemlich eingeschüchtert. Meine Augen füllten sich mit Wasser, während meine Atmung schneller wurde. Ich fing an, ein schmerzhaftes Stöhnen außerhalb der Tür zu hören. Ich wusste, es war ein Fehler nachzuschauen, aber ich entschied mich dennoch. Als ich durchs Guckloch schaute, stand niemand vor der Tür. Ich konnte dennoch weiterhin das Stöhnen hören. Keinesfalls würde ich diese Tür öffnen.
Ich floh in eine Panikattacke und versuchte sofort die Polizei zu kontaktieren. Jedoch bekam ich ein Besetzzeichen bei meinem Festnetz und meinem Mobiltelefon. Als ich sah, dass der Bildschirm noch an war, rannte ich zu meinem Computer zurück, um zu sehen, ob ich es an einem Generator anschließen und somit um Hilfe bitten könnte. Ein riesiger roter Text auf dem schwarzen Bildschirm sagte: Geh schlafen. Ein stechender Schrei ertönte. Es hörte sich an, als ob jemand sterben würde. Ich rannte in die Küche und zog zwei Messer aus dem Schrank. Das hier war real. Es passierte wirklich. Die Schreie wurden lauter und verzweifelter. Unter dem Schreien begann ich ein schwaches, aber klares, hysterisches Lachen zu hören. Ich rannte durchs Haus, um herauszufinden, was vor sich ging. Ich hörte dann ein Jammern, welches aus einem Schrank nahe meines Computerraumes kam. Ich bekam Gänsehaut, als ich den Türknauf griff. Er war sehr kalt. Ich hätte etwas sagen sollen, bevor ich die Tür öffnete, aber ich dachte einfach nicht dran. Ich zog die Tür auf und sah ein junges Mädchen, tot und blutig, zum Haufen fallen. Ihr Bauch wurde aufgerissen und ihre Innereien rausgezogen. Sie war komplett nackt und ganz in Blut ummantelt. Die Wand wurde plötzlich durch ein rotes Licht geblendet. Ich bemerkte, dass etwas im Blut an der Wand geschrieben war. Du hättest die Warnung beachten sollen. Zeit, um schlafen zu gehen. Ich drehte mich um und sah die Figur in dem Video, der Kopf nach unten geneigt und all das. Ich gefror vor Angst. Mit einer plötzlichen Bewegung, fast so als hätte das Video ein paar Frames übersprungen, drehte die Figur ihren Kopf und schaute mich an. Dann wurde alles schwarz. Notizen des Detektivs. Der Körper des Opfers wurde in ähnlichem Zustand wie der des jungen Mädchens im Schrank gefunden. Trotz mehrerer Bluttests konnten wir das Mädchen nicht identifizieren. Ehrlich gesagt, aufgrund des Mangels an Vermisstenanzeigen, der Tatsache, dass niemand ihre Hinterlassenschaften zu holen oder niemand versuchte, den Mordfall zu lösen und die Bluttests keine Übereinstimmung mit den Personen brachten, welche wir nahmen, schien es so, als ob sie niemand existiert hätte. Wir konnten bestätigen, dass der Hack aus einer verlassenen Anstalt kam. Jedoch gibt es keine Erklärung, wie dies so schnell zeitlich abgestimmt werden konnte. Wir haben einen Haftbefehl veranlasst, aber kein Polizist will die Ruinen betreten, da sie Angst um ihr Leben haben. Die einzige Chance, die wir bekamen, war ein Zeugenbericht einer extrem ungewöhnlichen und furchterregenden Kreatur, welches wir in das Hospital ein paar Tage zuvor rannte. Aus dem Augenzeugenbericht bemerkten wir eine erschreckende Ähnlichkeit des geistengeschwören Krankenhausbewohners und dem des folgenden Bildes, welches von einer Seite voller Horrorgeschichten stammt. Es hatte die Überschrift Go to Sleep darüber. Zahlreiche Morde wie dieser haben bisher stattgefunden und jedes einzelne der Opfer hatte das besagte Video gesehen, bevor der Mord geschah. YouTube-Funktionäre haben versucht, das Video zu löschen, jedoch wird jeder Moderator, welcher dies versucht, brutal getötet. Der Fall ist immer noch ungeklärt. Notizen des zweiten Detektivs. Nach weiterer Untersuchung des Falles wurden ein paar Entdeckungen gemacht. Erstens, auch wenn ich die Quelle des Videos nicht ausfindig machen konnte, ergaben Berichte der Opfer genug Angaben über das Bild, welches als Hintergrund für das Video benutzt wurde. Obwohl es ein JPEG-Bild war und somit unbeweglich, sagten Gerüchte, dass wenn man lange genug auf das Bild starrt, würde sich das Bild drehen und verzerren. Starrt man weiter drauf, kann man die Kreatur sehen, wie sie auf die Kamera zurennt. Niemand hatte das Bild lange genug angesehen, um die Kreatur näher kommen zu sehen. Aber es gibt genug visuelle Beweise, um anzunehmen, dass dieselbe Person im Video zu sehen ist. Das Bild kann unten gefunden werden. Sieh es auf eigene Gefahr an, denn dein Leben könnte in Gefahr sein. Zuzüglich habe ich nach mehreren Informationen um den Killer gesucht. Zu meinem Entsetzen habe ich eine Sammlung von Geschichten online gefunden, welchen ein Jeff the Killer betrachten. Die Geschichte diktierte ein Massenmörder, welcher psychopathische Neigungen am Beginn seiner Teenagerjahre entwickelte und daraufhin jedes nähere Familienmitglied tötete. Der erschreckendste Aspekt der Geschichte ist, dass Jeff seine Opfer in der gleichen brutalen Art tötete, in welcher es auch der Killer des Danebeat-Asyliums tut. Bis zu dem Punkt, bei welchem beide Mörder einen Satz »Geh schlafen« mitteilten,
bevor sie ihre Opfer töteten. Der beängstigende Aspekt jedoch ist, dass das Bild von Jeff the Killer das exakt gleiche ist, welches von den Zeugen des Danebeat-Asyliums Killer gesehen haben. Wodurch Ermittler glauben, dass sie tatsächlich ein und dieselbe Person sind. Für weitere Lektüre suche Jeff the Killer online und lese auf eigene Gefahr. Der furchterregendste Fakt vor allem aber liegt in meiner persönlichen Erfahrung. Nachdem ich diesen Bericht geschrieben habe, hörte ich merkwürdige Geräusche innerhalb meines Hauses, denken, dass es nichts wäre, fuhr ich mit den Ermittlungen über Jeff fort. Die schlagenden Geräusche wurden lauter und lauter. Ich suchte draußen, denken, dass es vielleicht ein Vogel verletzt hätte. Als ich jedoch zu meiner Tür schritt, bemerkte ich Bewegung außerhalb des Fensters. Ich versuchte sofort die Polizei anzurufen, aber bekam ein Besetzzeichen. Besorgt legte ich das Telefon nieder und schaute zur Tür. Nur um Jeff zu sehen, der mich direkt mit diesen kalten, toten Augen und dem schrecklich entstellten Gesicht anblickte. Sein Lächeln war das unheimlichste Ding, welches ich je gesehen habe. Ich zog sofort meine Pistole und begann zu schießen. Jeff verschwand in der Nacht. Ich weiß, dass ich in Gefahr bin, also habe ich eine konstante Überwachungsanlage um mein Haus aufgestellt, um mich zu schützen. Ich sehe immer noch grelle Lichtblitze und höre schlagende Geräusche um mein Haus herum. Zusammen mit dem raren, aber immer noch erschreckenden Lacher, welcher nur ein wirklich psychopathischer Serienmörder liefern kann. Ich weiß nicht, wie lange ich noch habe, bis wir ihn fangen, aber wenn er wieder Fehler macht, werden wir seine solide Identität und luftdichten Fall haben. Ich fühle, dass wir an der Schwelle sind, ihn zu schnappen, denn ich höre weiterhin Gelächter und Geklopfe, welche lauter werden, und ich sehe auch eine Kugel von Licht in der Ferne. Ich habe Polizeikollegen per Funk gebeten, hierher zu kommen, aber das Funkgerät ist kaputt gegangen. Das Licht kommt näher und ich halte meine Pistole bereit. Es ist er. Ich kann sein Gesicht sehen. Genauer Zeitpunkt. Hallo zusammen. Mein Name ist Jeff. Mir gefällt es nicht, dass diese Geschichte veröffentlicht wird. Na egal. Es ist nicht so, als ob irgendjemand von euch ein Dämon meines Kalibers fangen könnte. Der Detektiv ist nun tot. Der Bericht ist vorbei. Es ist saukomisch, denn weil ihr nun genau dieses Dokument anseht, konnte ich jede einzelne IP-Adresse von euch speichern. Und ich weiß genau, wo ihr seid. Celia Rogers. Ich werde als nächstes zu dir kommen. Ihr seid nicht sicher. Ich denke, es ist Zeit für dich schlafen zu gehen. Ich bin gleich da. Mit freundlichen Grüßen, Jeffrey the Killer. PS, ich genoss es, den enthaupteten Kopf des Detektivs zuzuschauen, wie er auf die Tastatur herumrollte. Er hat ziemlich einzigartige Wörter getippt.